26, Josef schließt einen Bund. Nicht umsonst haben wir dieses Gespräch, dessen sonst nirgends gedacht ist, Wort für Wort, ganz wie es sich fügte und nach allen seinen Windungen und Wendungen hier aufgeführt. Denn Josefs berühmte Laufbahn in Potiphas Haus nahm von ihm ihren Ausgang. Dass der Ägypter ihn zu seinem Leibdiener machte und ihn in der Folge überall sein Eigen setzte, um es unter seinen Händen zu lassen, schrieb sich von dieser Begegnung her. Wie ein schnelles Tier hat der Bericht davon uns mitten hineingetragen in die 7 Jahre, die Jakobs Sohn zu neuer Lebenshöhe vor neuem Todessturz führten. Denn er hatte bewiesen bei dieser Prüfung, dass er begriff, worauf es in dem peinlichen Segenshaus ankomme, darein er verkauft, nämlich einander schmeichelhaft behilflich zu sein und mit schonender Liebesdienstlichkeit seine hohle Würde zu stützen. Und nicht nur, dass er dies begreife, hatte er dabei bewiesen, sondern auch, dass er das Erforderliche besser und geschickter auszuüben vermöge als irgendjemand. Dies war namentlich die Erfahrung Montcalfs, welcher sich in seinem dienertreuen Bemühen um die Seele des edlen Herrn durch die unglaubliche Geschicklichkeit Josefs im behilflichen Schmeicheln so sehr übertrumpft fand. Ohne Eifersucht und mit Freuden, wie wir zu Ehren seiner Biederkeit und des bedeutsamen Unterschiedes zwischen Liebesdienst und Liebedienerei ausdrücklich hinzufügen. Tatsächlich hätte es des herrschaftlichen Befehlswinkes gar nicht bedurft, um den Vorsteher zu bestimmen, seinen Käufling nach dem Auftritt im Baumgarten sofort aus dem Dunkel des untersten Dienerstandes zu ziehen und ihm hellere Möglichkeiten der Bewährung zu eröffnen. Wissen wir doch längst, dass, was ihn bisher davon abgehalten hatte, nichts als schamhafte Scheu gewesen war vor dem, was ihn beim ersten Anblick des Rollenträgers heimlich angewandelt hatte und was den Regungen Potiphas selbst beim Gespräch mit dem Gartensklaven so sehr verwandt gewesen war. Darum ließ er unter der nächsten Sonne schon, kaum dass Josef nach dem Morgenmus seinen Dienst als Untergeselle Chun Anubs und Helfer des Windes wieder aufgenommen, den Hebräer vor sich kommen und kündigte ihm in Betreff seiner Verwendung einschneidende Änderungen an, die er als überfällig hinzustellen für gut fand und deren Verschleppung er dem Josef gewissermaßen zum Vorwurf machte. Wie die Menschen doch sind und wie sie die Dinge glauben, drehen zu müssen. Er spielte geradezu den Unwirschen und verkündigte dem Beorderten sein Glück in der sonderbaren Form, dass er so tat, als sei durch dessen Schuld ein unhaltbarer Zustand ganz ungehörig in die Länge gezogen worden. Es war in dem Hofrevier zwischen Diener, Küchen und Frauenhaus nahe den Stellen, dass er ihn empfing. »Da bist du ja«, sagte er zu dem Grüßenden, »nur gut, dass du wenigstens kommst, wenn man dich ruft. Denkst du, es kann immer so weitergehen, du kannst dich in den Bäumen herumtreiben bis zum Ende der Tage? Da denkst du fehl, das lass dir gesagt sein. Jetzt ziehen wieder lauter andere Seiten auf und die Bummelei hat ein Ende. Du kommst in den inneren Dienst ohne Federlesen. Du sollst der Herrschaft aufwarten im Speisegemach, sollst Schüsseln reichen und hinter dem Stuhle stehen von Pharaos Freund. Man hat nicht vor, dich viel zu fragen, ob es dir recht ist. Lange genug hast du Allotria getrieben und dich den höheren Pflichten entzogen. Wie siehst du aus? Voll von Baumschorf und Staub des Gartens die Haut und das Leinzeug. Geh und säubere dich. Lass dir den Silberschurz der Darreichenden geben auf der Kammer und von den Blumengärtnern einen anständigen Kranz fürs Haar. Oder wie dachtest du sonst zu stehen hinter Petebres Stuhl?« »Ich gedachte nicht, dort zu stehen«, erwiderte Josef stille. »Ja, es geht nicht nach deinen Gedanken. Mach dich ferner gefasst, nach der Mahlzeit sollst du zur Probe dem Herrn vorlesen, bevor er schläft, in der Säulenhalle des Nordens, wo es kühle ist, aus den Buchrollen. Wirst du das wohl erträglich machen?« »Tod wird mir helfen«, war Josef so frei zu antworten, im Vertrauen auf das schonende Vorübergehen dessen, der ihn nach Ägypten entrückt und nach dem Grundsatze ländlich-sittlich. »Wer aber durfte vorlesen dem Herrn bis jetzt?« setzte er hinzu. »Wer bis jetzt?« »Amenemuje war es, der Zögling des Bücherhauses. Was fragst du?« »Weil ich um des Verborgenen willen niemandem ins Feld treten möchte«, sagte Josef, »und möchte keines Mannes Grenzstein verletzen, indem ich ihn des Amtes beraube, das seine Ehre ist.«
Montcalf war sehr angenehm berührt von dieser unerwarteten Bedenklichkeit. Er hatte seit gestern, wenn erst seit gestern, durchaus eine Ahnung davon, dass Befähigung und Berufung dieses jungen Menschen zum Wettbewerb um Ämter in diesem Hause weiter reichten, als ihm selbst bewusst sein mochte, weiter als bis zu Amenemuyes, des Vorlesers Amt und Person, viel weiter sogar. Und darum tat dieser Zartsinn ihm wohl, ungeachtet, dass er zu den Rubenmenschen gehörte, die das Glück und die Würde ihrer Seele darin finden, gerecht und billig zu sein, anders gesagt darin, dass sie ihre Pläne, selbst im Sinne der eigenen Abdankung, freudig mit denen höherer Mächte vereinigen. Nach dieser Freude und Würde trachtete Montcalf von Natur, vielleicht, weil er nicht recht gesund war und öfters die Niere indrückte. Dennoch, so wiederholen wir, war Josephs Sorge ihm angenehm. Was er sagte, war: »Mir scheint, du bist rücksichtsvoll über deine Verhältnisse. Lass Amenemuyes Ehre und Verwendung seine und meine Sorge sein. Auch wächst solche Rücksicht mit dem Vorwitz auf einem Holz. Du hörst den Befehl. Hat es der sehr Erhabene befohlen? Was der Vorsteher befiehlt, ist befohlen. Und was befahl ich dir diesen Augenblick? Zu gehen und mich zu reinigen. So tu's.« Josef neigte sich und schritt rückwärts. »O Sarsif«, sagte der Meier mit sanfterer Stimme, und der Gerufene näherte sich wieder. Montcalf legte ihm die Hand auf die Schulter. »Liebst du den Herrn?«, fragte er. Und seine kleinen Augen mit den dicken Tränensäcken darunter blickten mit eindringlich schmerzlichem Forschen in Josefs Miene. Sonderbar bewegende, erinnerungsvolle Frage, dem Josef vertraut von Kindesbeinen. So hatte Jakob gefragt, wenn er den Liebling an seine Knie gezogen, und ebenso schmerzlich forschend hatten seine braunen Augen mit den zarten Drüsenschwellungen darunter in des Kindes Miene geblickt. Unwillkürlich antwortete der Verkaufte mit der Formel, die in diesem immer wiederkehrenden Falle am Platze gewesen war und deren Gegebenheit ihrem inneren Leben keinen Abbruch getan hatte. Von ganzer Seele, von ganzem Herzen und ganzem Gemüte. Der Vorsteher nickte genauso befriedigt, wie Jakob es einst getan hatte. »So ist es recht«, sagte er, »er ist gut und groß. Du hast löblich vor ihm gesprochen, gestern im Dattelgarten, wie nicht jeder es könnte. Ich sah wohl, dass du mehr kannst als gute Nacht sagen. Es liefen dir Fehler unter wie der, dass du jungfräulich nanntest deine Geburt, nur weil sie im Zeichen der Jungfrau geschehen. Nun, das hält man deiner Jugend zugute. Die Götter gaben dir feine Gedanken und lösten dir die Zunge, sie auszusprechen, dass sie sich fügen und schmiegen, als wie im Reigen. Der Herr hatte Wohlgefallen daran, und du sollst hinter seinem Stuhle stehen. Aber auch mit mir sollst du sein als mein Lehrling und Junggeselle, wenn ich durch die Wirtschaft gehe, dass du dich umtust in Haus, Hof und Feld und Einblick gewinnst in die Betriebe und in die Bestände und erwirbst deine Übersicht, also dass du mir allenfalls mit der Zeit zum Gehilfen erwächst, denn ich habe viel Plage in der Welt und fühle mich öfters auch nicht ganz extra. Bist du's zufrieden?« »Wenn ich bestimmt niemanden ins Feld trete, hinterm Stuhle des Herrn und an deiner Seite«, sagte Josef, »so will ich's gewiss mit allem Dank zufrieden sein, wenn auch nicht ohne leises Zagen, denn heimlich gestanden, wer bin ich und was kann ich? Mein Vater, der Herdenkönig, ließ mich wohl etwas schreiben lernen und reden, sonst aber durfte ich mich einfach salben mit Freudenöl und kann kein Handwerk, weder schustern, noch kleben, noch töpfern. Wie soll ich mich denn ermutigen, dass ich unter denen wandle, die sitzen und können das ihre, der eine dies, der andere das, ich aber vermesse mich der Über- und Aufsicht?« »Meinst du, ich kann schustern und kleben?« erwiderte Montcalf. »Ich kann auch nicht töpfern, noch Stühle und Särge machen. Das ist nicht nötig, und niemand verlangt es von mir, am wenigsten die, die es können. Denn von anderer Geburt bin ich als sie und aus anderem Holze und habe einen allgemeinen Kopf, darum bin ich Vorsteher geworden. Die Werkenden in den Betrieben fragen dich nicht, was du kannst, sondern wer du bist, denn ein ander Können ist es, das damit verbunden, und zur Aufsicht ist es geschaffen. Wer da reden kann vor dem Herrn wie du
Und wem sich derart die feinen Gedanken fügen nebst ihren Worten, der soll nicht gebückt sitzen übers Einzelne, sondern soll zwischendurch wandeln an meiner Seite. Denn im Worte und nicht in der Hand ist Herrschaft und Überblick. Hast du daran was auszustellen und etwas zu kritteln an meinem Dafürhalten? Nein, großer Meier, mit vielem Dank bin ich einverstanden. Das, Osasif, ist das Wort. Und ein Wort soll es sein zwischen mir und dir, dem Alten und dem Jungen, dass wir einverstanden sein wollen im Dienst und in der Liebe des Herrn, Petepres des Edlen, Pharaos Truppenobersten, und wollen einen Bund machen um seines Dienstes willen, der eine mit dem anderen, den wir halten wollen, ein jeder bis an sein Ende, so dass auch der Tod des Älteren diesen Bund nicht lösen soll, sondern weiterhalten soll ihn der andere über dessen Grabe, gleich dem Sohne und Nachfolger, der seinen Vater schützt und rechtfertigt dadurch, dass er schützt und rechtfertigt den edlen Herrn im Bunde mit dem Toten. Kannst du das sehen und leuchtet dir es ein, oder kommt es dir grillenhaft vor und bizarr? Nicht im geringsten, mein Vater und Vorsteher, antwortete Josef, deine Worte sind ganz nach meinem Sinn und Verstand, denn von langer Hand her verstehe ich mich auf solchen Bund, den man macht mit dem Herrn, sowohl wie auch untereinander, zum Dienst seiner Liebe, und wüsste nicht, was mir geläufiger wäre und von geringerer Bizarrerie in meinen Augen. Bei meines Vaters Haupt und Pharaos Leben, ich bin der Deine. Denn gekauft hatte noch immer die Hand auf seiner Schulter und nahm nun mit der anderen die seine. Gut, sagte er, Osasif, gut. Geh denn und reinige dich zum Leib und Lesedienste des Herrn. Wenn er dich aber entlässt, so komm zu mir, dass ich dich einführe in des Hauses Wirtschaft und dich lehre den Überblick.